Ich habe Hunger. Du hast Hunger. Okay, wir kochen. Kochen ist relativ. Wir machen uns was zu essen. Und zwar Milch. Milch. Ja, Milch bloß, ne? Mhm. Haferflocken mit Milch. Kannst du vielleicht die Tasse halten? Das wabbelt alles so schön hier. Ja, erst du oder erst ich? Weil erst ich, dann kannst du nachher mit den Beeren hantieren. Ja, du schmeißt ja eh noch der Zimtzucker rein. Ganz genau. Zimtzucker. Mhm. So? Ja, das ist sehr fair. Willst du noch mehr? Nein. Ich wollte nur noch mal gucken, ob es auch in der noch ein bisschen mehr Milchpulver auf der Kamera zu sehen war. Nein, da soll ja für dich auch noch was da sein. Das passt schon so. Guck mal, im Körbchen ist schon der Zimtzucker. Oh, danke. Wie praktisch. Gut, dass wir ein Körbchen haben. Ja, also, ist selbsterklärend. Ne? Das sind jetzt Haferflocken mit ein bisschen... Ja toll, ich habe Hunger und mach dir was zu essen. Ja, das ist lieb. Pulvermilch, du kriegst auch gleich einen Löffel von mir. Und da kommt jetzt noch Zucker und Zimt dazu. Und dann habe ich ein leckeres Mittagessen. Generationen von Schotten sind zu ultimativen Kriegern herangewachsen mit genau dem. Ja? Was anderes hatten die nicht. Ein Großteil der Käfer. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen Weidenrindenschnur hergestellt. Die ist jetzt nicht die beste, die ich jemals gesehen habe, aber wie das geht, zeige ich gleich. Ist im Grunde wirklich simpel. Man muss mehrere Stückchen Weidenrinde nehmen und die dann einfach hier so verdrehen miteinander. Ja? Also gar nicht groß flechten, sondern einfach nur miteinander verdrehen. Und dabei kriegt man dann relativ einfach ein relativ simples Stück Schnur, das zumindest mal ausreicht, um einen Knoten zu machen. Ja? Und das ist nicht super haltbar, aber einfache Sachen zusammenknoten, das geht schon. Man kriegt auch einen Doppelknoten hin und hätte ich jetzt irgendwie ein paar Stöckchen zusammenknoten wollen, das hätte ich jetzt geschafft. Wie gesagt, das ist nicht super haltbar, das ist nicht die beste Schnur, aber sicherlich eine der am leichtesten herstellbaren. Sie hat auch noch einen gewissen zeitlichen Verschleiß, also man muss die Schnur, nachdem man sie hergestellt hat, muss man mit frischer Rinde machen, da muss man sie auch relativ schnell verarbeiten, sprich schnell irgendwas damit festknoten. Und wenn sie dann festgeknotet ist, dann hebt das schon ein bisschen. Wenn das dann trocknet, ist nicht schlimm, das hebt dann immer noch. Aber so, wie geht das? Das geht relativ simpel, indem man der ist schon größtenteils. Jetzt hatte ich gerade eben einen schönen Stock für den Zweck. Ja, den hast du jetzt geschält und gespielt damit. Den habe ich jetzt geschält und gespielt damit. Das hier war er. Da hängt noch ein bisschen was dran. Das macht man am besten mit dem Finger. Einfach mit dem Fingernagel hier die Rinde vorsichtig ablösen. Ja, und dann entsprechend abziehen. Zack. Und da war ich jetzt nicht vorsichtig genug. Ihr seht, das ist hier relativ breit. Ich probiere den da noch. Da geht es auch ganz gut. Und mindestens zwei Stückchen braucht man, damit man die miteinander verzwirbeln kann. Ja, hier geht's ganz gut. Seht ihr? Also das könnt ihr selbst, das muss ich nicht groß vorzeigen. Nur halt vorsichtig, gerade wenn man das abzieht, damit es nicht zu dünn wird. Das wird es nämlich dann gerne. Ja, kein besonders großes Stück. Wenn man eine lange Schnur haben, muss man eben sich erstmal ein Stückchen zusammenfriemeln und dann ein anderes überlappend. Also hier dann entsprechend dranlegen und die dann auch miteinander zusammenfriemeln. Ne? So, ich fange hier mal an. Am besten macht man das erstmal so, dann so und untenrum wieder so. Und im Grunde dreht man das jetzt einfach nur immer gegeneinander entsprechend ein. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Wenn es dann ein bisschen länger geworden ist, kann man dann hier oben auch entsprechend nochmal drehen und unten nochmal drehen und dann diesen hier machen und dann kriegt man relativ schnell eben eine
halbwegs brauchbare Strippe. Ne? Und wenn die lang sein soll, dann macht es natürlich viel mehr Aufwand, dann muss man auch präziser schaffen. Aber die Grundtechnik ist super einfach. Wie vieles bei Survival-Techniken in Anführungszeichen gilt, sehr einfach zu lernen, ziemlich schwierig auf Meisterschaftsniveau dann entsprechend hinzubekommen. Ja, aber auch hiermit kann man jetzt, wie man sieht, einen Knoten machen und kettig damit, damit hätte ich also auch irgendwas festmachen können. So, und wie haltbar ist das jetzt? Ziemlich. Also da habe ich jetzt wirklich mit Schmackes dran gezogen. Also das ist schon erstaunlich stabil, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut. Also, Weidenrinden. Noch einen Löffel leckeres Blaubeerporridge. Nein, danke, aber wir können dein leckeres Blaubeerporridge, magst du es noch mal vorzeigen? Schmeckt das denn so? Ja, das ist ganz lecker. Mhm. Also die Blaubeeren werten es extremst auf. Jo, okay, also so viel zur Weidenrindenschnur. Also meine persönlicher Favorit, wenn ich Weidenrinde zur Verfügung habe, dann ist das Zeug, womit man meiner Meinung nach mit Abstand am einfachsten Strippe im Wald entsprechend improvisieren kann. Aber das ist nur mein Favorit, ja. Andere Leute machen anderes, ist dann auch okay. Lass mal Frau mal aufessen und, oh, hier ist noch mal ein schönes Stück. Das habe ich jetzt gerade per Zufall jetzt noch mal abgeschält. Oh. Ja, aber ich muss jetzt hier nicht ewig viel Schnur herstellen. Wäre dann auch mal was für ein anderes Thema, mache Schnur. Ja, gut, habe ich jetzt schon gezeigt, aber vielleicht habe ich nächstes Mal ja dann keine Weidenrinde. Dann muss man irgendwie Brombeere nehmen, was deutlich schwieriger ist. Aber ja, gut, egal. So, Schnitt. Und jetzt hat Evelyn gerade nämlich rausgefunden, damit kann man auch flechten. Und zwar auch ein Körbchen. Und zwar viel besser und schöner und einfacher als mit den Ästen. Also ihr seht, das hier sieht jetzt schon richtig krass aus, ne? Also das ist jetzt auch hübsch. Jawohl. Gut, jetzt haben wir nur nicht mehr genügend Zeit. Wir haben ja trotzdem einen also seinen Zweck erfüllen tut das andere Ding ja auch. Aber ja, gut. Das passt Zeug rein. Für die Zukunft. Ja, da haben wir jetzt den Abwasch drin und was war sonst noch so eben entsprechend. Ich kann das Panzertape, das ich eben gefunden habe, noch dazu tun. Ja. Warte, ich mache das Panzertape noch dazu. Zukunftsdinge. Da ist es. Und ja, also das hat Potenzial. Ich glaube, das machen wir mal irgendwann andermal noch ein bisschen. So, und was ich ja eingangs noch daheim im Keller zu dieser ganzen Geschichte hier ja gesagt habe, war ja unter anderem, es ist ja auch zum Lernen. Es ist ein Training, ja, nicht ein der Meister fällt vom Himmel und erklärt, wie es geht, sondern es ist ein Training. Wir erklären gerne, was wir schon können, aber manches können wir halt noch nicht und in dem Fall haben wir dann neue Erkenntnisse und die neue Erkenntnis in diesem Fall wäre jetzt mit Weidenbast ein Weidenkörbchen flechten. Richtig krass gut möglich. Ne? Das wäre wirklich cool. Ich glaube, da machen wir uns daheim noch ein paar. Sage ich jetzt mal so, weil ich muss es ja nicht machen. Ne? Du lernst das zu Hause. Gut, jetzt gehen wir aber wirklich weiter. Wir müssen jetzt noch unser Nachtlager erreichen. Wir sind ja jetzt momentan nur so einen kleinen Zwischenstopp machen gewesen. Ist nicht so, dass es besonders weit wäre. Dann brauchen wir noch eine weitere Wasserquelle in der Nähe vom Nachtlager. Und sämtliche Aktivitäten, die was mit Feuer zu tun haben. Und ich muss noch jagen gehen. Oh Gott, ich weiß nicht. Bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, wie ich das am blödesten machen soll. Na gut, wir können wirklich versuchen, ob wir aus diesen lustigen Rohren ein Blasrohr. Ja, ja. Ja, gut, aber dann bräuchte man noch in irgendeiner Form einen halbwegs gefährlichen Gegenstand, den man da durchpusten könnte. Wir haben auch noch eine Feder gefunden. Angespitzter Stock, ja, ganz. Ja. Digitales Purpurea habe ich eben gefunden. Gift. Ich könnte mir einen Giftpfeil mit einem, das wäre ja jetzt wirklich, also wenn man schon mit Blasrohr jagt, dann im Regelfall auch tatsächlich mit Giftpfeilen. Gift. Und ich werde nicht wirklich eine Digitales dafür schlachten, die stehen glaube ich sogar unter Naturschutz, aber man könnte zumindest sagen, theoretisch hätte man jetzt die Digitales da mitnehmen können, sprich nix, hält dich nichts von ab, abgesehen davon, dass du hinter dir Pfoten waschen solltest, nachdem du mit dem Ding hantiert hast. Die ist wie Corona, die Corona-Pflanze. Gefährlich. Egal. Jedenfalls, das wäre wirklich eine Idee. Einen ganz kleinen Holzpfeil irgendwie improvisieren. Diesen mit Gift und dann
Piu. Und man könnte dann auf der Rückseite vom Holzfall musste man halt noch irgendwas dran kleben, das dann einen gewissen Widerstand zum Dingens. Ja, das wäre eine Idee. Ja, gucken wir mal, ob wir das umgesetzt bekommen. Aber dann müssen wir dieses Rohr wirklich mitnehmen. Kann auch sein, ja. Wenn das denn das Pfeilchen. Ja, ein Versuch wäre es wert. So. Das Rohr nehmen wir sowieso mit. Ich finde, der Jagdgegenstand ist dann ein Erfolg, wenn das Projektil, in welcher Form auch immer, zumindest mal eine geringfügige Strecke zurücklegt. Also 10 Meterchen? 10 Meter bis. Okay, dann wird das wahrscheinlich nichts, aber wir versuchen es. Wir versuchen es. Habe ich was Falsches gesagt? Du hast was Falsches gesagt, ja. Aber jetzt muss ich wirklich aufhören, mit dem Weidenzeug hier rumzuspielen, ja. Sonst kommen wir hier nirgendwo hin. Aufstehen, weiter geht's. Aber jetzt will ich doch mal. Okay, ja, also bei wirklich viel Kraftanwendung reißt es irgendwann schon, aber du brauchst echt Power. Brauchst du wirklich. So, ich hebe hier einfach mal die Kamera hoch. Man versteht mich nicht. Jetzt hebe ich hier einfach mal die Kamera hoch, während wir hier durchs Unterholz schleichen. Wir haben uns nämlich jetzt so scheinbar ein klein wenig einen alternativen Weg rausgesucht. Den hochoffiziellen Weg haben wir nämlich nicht mehr gefunden. Und jetzt heißt die Devise, okay, Richtung stimmt ungefähr. Und dann ganz genau, ja. Sie meinte gerade, in der Steinzeit gab es noch keine angelegten Wanderwege. Und sie sammelt zwischendrin hier immer noch Blaubeeren. Nam, 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 nam. Also rein von der Blaubeermenge, die tatsächlich insgesamt verfügbar ist, hätte man schon, fast schon, da hätte man natürlich viel mehr Zeit mit Sammeln verbringen müssen. Da hätte man jetzt weniger anderes machen können. Aber man hätte theoretisch wirklich damit für einen Tag problemlos auch satt werden können. Gut, irgendwann hast du wahrscheinlich genug davon gegessen, aber gegangen wär's. Nö. So. Oh, eine Lichtung. Ja, da ist noch mal eine. Ja, also das wäre auch noch mal hier. Hier hätte ich mir jetzt auch noch mal theoretisch Pfeilgift mitnehmen können. Tun wir jetzt mal so, als hätte ich es getan, ja? Also ich will die stehen, glaube ich, wirklich unter Naturschutz. Die will ich nicht umnieten. So. Im Übrigen ist auch der Akku gerade leer. Also Schnitt. So, und da ist mir auch Frau abhanden gekommen und deswegen muss ich zurück und sie wieder einsammeln. Ja, das Problem ist, es gab wirklich derart viel Essbares entlang des Weges, dass man wirklich nicht vorwärts kommt. Aber ich glaube, das erzähle ich gleich nochmal. Ja, die Orientierung, das ist auch immer so ein Thema. Wenn man dann eben entsprechend weiß, man möchte mehr oder weniger irgendwo oben auf dem Plateau nächtigen, dann geht man halt so lange hoch, bis man halt zu dem Plateau kommt. Man kann ja gerade, wenn man in die Umgebung guckt, ein bisschen schauen, wie weit sind denn die näheren Gipfel, die man sehen kann, wie hoch sind die und wie hoch ist man im Vergleich. Und dann hat man in den meisten Landschaften, die bergig sind, ganz gute Möglichkeit eben einzuschätzen, auf welcher Höhenlage man sich ungefähr befindet. Und kurz vor Gipfelniveau ist oft ein ganz guter Ort, wenn man sich da ein bisschen länger aufhalten möchte. Wenn man was Unhügeliges haben möchte zum Schlafen, also wenn man flachen Boden sucht, weil man eben nun mal jetzt keine Hängematte dabei hat zum Beispiel, wo dann das Terrain egal wäre, auf dem man liegt, dann ist es auch eine gute Idee, sich dann wirklich sogar direkt auf den Gipfel zu begeben, wenn der dann halt nicht zu hoch ist und wenn es von den Temperaturen her nicht ein Problem darstellt. Denn spätestens auf dem Gipfel, der ist meistens abgerundet und da findet man dann meistens den einen oder anderen ebenen Fleck, wo man sich dann gut hinlegen kann. Und deswegen sind wir auch tendenziell eben entsprechend nach oben unterwegs. Jo. Ja, wir sind in der luxuriösen Situation, massenhaft Essbares hier gerade gefunden zu haben. Ist oft so an Rückegassen, das ist ja eine Rückegasse, was wir da entlang spazieren, dass da eben aufgrund der guten Lichtverhältnisse am Waldboden einiges zu finden ist fürs Sammelrohr. Und wir haben jetzt unser Rohrgefäß entsprechend genutzt, um
Oh, stimmt, es ist tatsächlich voll, um entsprechend Frühstücksbeeren zu sammeln. Ja, man hätte noch ein paar mehr Rohre mitnehmen können, ne? Gut. Man kann es ja hier unten nochmal halbieren. Stimmt. Dann kannst du nochmal los und noch mehr Frühstücksbeeren sammeln. Ich ziehe nachher nochmal los und sammle noch mehr Frühstücksbeeren. Beeren, nicht Birnen. Bären. Ah! So, hier haben wir jetzt natürlich jede Menge Holz, ne? Aber selbstverständlich wäre jetzt das, also erstens in der Survival-Situation immer noch vorhanden, klar, aber ist jetzt für Trainingszwecke selbstverständlich tabu. Das hatte sich jemand schon die Mühe gemacht, hier entsprechend aufzuschichten, und ohnehin wäre es, das wäre wirklich dreister Holzdiebstahl, wenn man sich hier jetzt bedienen würde. Also bei sowas schön die Finger davon lassen, ne? Also das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Klar, man sucht schön brav nach Ressourcen, und wenn man mal einen Ast im Wald aufhebt, dann ist das alles kein Problem. Und wenn man sich hier und da mal ein bisschen was von der Weide abschneidet und so weiter, dann ist das auch sicherlich kein Problem. Aber hier gestapeltes Holz, sich da zu bedienen, das ist schon ein Problem, und da würde ich definitiv sagen, dass das nicht okay ist. So, wir gehen weiter. Haben wir jetzt auch entsprechend selbstverständlich alles liegen lassen. So, und hier haben wir nun die Quelle. Da haben wir jetzt unser Wasservorrat erfolgreich wieder auffüllen können. Dass es sich um eine Quelle handelt, kann man schlicht und ergreifend sehr simpel daran erkennen, dass das Ding da hinten aus dem Berg kommt. Ja, was aus dem Berg kommt, ist eine Quelle. Und da jetzt hier grundsätzlich überall auf dem Hang, auch über uns, entsprechend wirklich bloß Wald zu finden ist, und dann ist der Berg nämlich auch zu Ende, dürfen wir uns ziemlich sicher sein, dass es sich hierbei bei auch um eine völlig unbeeinflusste Quelle handelt. Da ist also keine Zivilisation oben drüber, die da irgendwelches Abwasser, was dann wieder in die Quelllage reinsickern würde, produziert. Und deshalb kann man auch hier wieder sehr, sehr davon ausgehen, dass es sich um Trinkwasser entsprechend handelt. Qualität ist wie immer gut, ne? Also riecht gut, schmeckt gut, sieht gut aus, ist klar, ist sehr kalt, das spielt auch noch mal eine Rolle. Im kalten Wasser entwickeln sich Mikroorganismen, wenn sie sich dann entwickeln, entsprechend auch langsamer. Und das ist es im Grunde. Ja, so, jetzt ist mir nicht eingefallen, dass das Mikrofon ja leider andersrum ist und man mich nicht versteht, wenn ich da vorne stehe. Also erzähle ich es nochmal schnell selber, nochmal so, damit ihr mich auch versteht, ne? Jetzt kann man hier natürlich, da das Wasser hier relativ flach ist, ja, und es relativ schwierig ist, bei dieser Wassersituation jetzt eine Flasche voll zu machen, kann man hier jetzt mit dem Topf hingehen und mit dem Topf entsprechend Wasser schöpfen und das dann in die Flasche überführen. Und dann geht das auch bei so einem flachen Gewässer, sofern man dann irgendein Schöpfgefäß, einen Topf, eine Tasse, einen Becher dabei hat, oder wenn man halt mehrere PET-Flaschen hat und kriegt es ums Verrecken nicht hin, die durch den Flaschenhals voll zu bekommen, dann müsste man halt eine aufschneiden, dann könnte man aus dem Boden davon wieder einen Becher herstellen und hätte dann damit ein Schöpfutensil, mit dem man Wasser aufnehmen könnte. Würde aber eine Flasche kosten, und je nachdem, wie man unterwegs ist, sind Flaschen durchaus wertvoll. Also bei uns jetzt auch so, wir haben so und so viele Flaschen und mit denen müssen wir irgendwie aushalten, und wenn die voll sind, können wir nicht mehr Wasser mitnehmen, und wenn die leer sind, dann machen wir es halt wieder voll, ne? So. Ja, aber ansonsten auch hier tipptopp Wasserqualität, gibt es nichts auszusetzen. Und ja, wir haben aufgefüllt, wir gehen weiter und suchen jetzt auch primär wirklich erstmal einen Lagerplatz. Das könnte noch ein bisschen dauern, aber wir sind zuversichtlich, dass wir einen finden. Ja, leider kommen wir nur schlecht vorwärts, weil immer wenn man auf den Boden guckt, findet man hier verdächtig rote Objekte. Wer will, darf auf dem Bild gerne mal nach welchen suchen. Aber sie sind fast nicht zu übersehen, die leuchtend roten Punkte. Und das führt dazu, dass sich unser Topf zunehmend füllt mit leuchtend roten und blauen Punkten. Frühstück. Und vielleicht noch ein Snack für Abend. Je nachdem. Ja gut, ein ganzer voller Topf brauche ich nicht zum Frühstück. Ja, ansonsten waldtechnisch, das ist echt ein Nachteil. Also wenn man jetzt einen Wald mit vielen Ressourcen sucht. Also einerseits haben wir natürlich Blaubeeren ohne Ende. Das wäre also an sich schon eine sehr wichtige Ressource und dann auch eigentlich wieder ein Vorteil. Aber für alles andere schmeißt so ein Wald wie dieser hier
natürlich jetzt nicht so viel ab. Ne? Deshalb, ich habe hier momentan auch gerade nichts zu erzählen. Wir gehen also weiter und suchen weiter nach Lagerplatz. Und wenn ich wieder was zu erzählen habe, also spätestens wenn wir dann gelagert haben, müssen wir den ja noch herrichten. Und dann gehe ich noch ein bisschen auf Erkundungstour.